Herzlich willkommen hier wieder bei der A&M. Es geht weiter mit unserer kleinen Miniserie zum Thema Software, zum Thema Programme. Welche Programme solltest du als Handwerksbetrieb unbedingt nutzen, um deinen Betrieb weiter voranzubringen? Heute mit dem Thema, wie kannst du es schaffen, dass auch verschiedene Programme miteinander reden können, das heißt, dass Daten von A nach B fließen und nicht im Büro irgendwelche Daten immer manuell eingetragen werden müssen in irgendwelchen Systemen und dann nochmal in einem anderen Programm. Darum geht es heute. Viel Spaß. So, du kennst vielleicht die Situation, es kommt irgendwie eine E-Mail rein, ein Kunde meldet sich per E-Mail, per Webseite und so weiter und dann muss das Büro das vielleicht noch irgendwo eintragen in irgendeiner Software, um dann noch an den Vertriebler schicken, den markieren, am besten noch eine kurze Mail schreiben, dass er Bescheid weiß. Genau, also dieser ganze Mehrfachaufwand, man muss zwischen verschiedenen Computerprogrammen irgendwelche Informationen hin und her transferieren sozusagen, das ist natürlich ein Riesenaufwand, das nervt auch die Leute. Und dafür gibt es eine Lösung und die Lösung nennt sich Zapier. Ja, es gibt da verschiedene Lösungen, aber eine gute. Eigentlich gibt es nur Zapier. Ja, also es gibt ganz viele kleine oder ganz viele, einige kleinere noch, aber diese nicht. Genau, also die beste Lösung nennt sich dafür Zapier. Werden wir auch hier unter dem Video mal verlinken. Und was Zapier im Prinzip macht, ist, dass du einfach eine Software hier hast, die andere Software hier hast und Zapier ist quasi wie der Mann in der Mitte, der die ganzen Sachen miteinander verbinden kann. Du kannst sie quasi dann zusammenkleben, die Programme. Und wenn in dem einen Programm was passiert, dann kannst du dafür sorgen, dass in dem anderen Programm dann auch irgendwas passiert. Ja. Das kann zum Beispiel sein, wenn du unsere anderen Videos gesehen hast, zum Thema digitale Baustellenmappe, zum Thema CRM, zum Thema Formulare digital aufbereiten. Das sind alles Beispiele von Dingen, die du ja miteinander verkleben möchtest sozusagen. Wenn ein Interessent reinkommt und der kauft dann möchte ich natürlich, dass daraus eine digitale Baustellenmappe generiert wird automatisch. Das will ich ja nicht selber machen. Ja. Ich will ja nicht hergehen und dann sagen, ja jetzt bitte eine Mappe anlegen digital für Susi Müller mit der und der Anschrift, mit den und den Produktdaten. Nein, das will ich ja digitalisieren. Das ist ja der Vorteil, warum ich das digital mache, weil ich eben die Möglichkeit habe, das dann automatisch, sobald die Person gekauft hat, dann in ein anderes System zu übertragen. Und das kann ich zum Beispiel mit Zapier machen. Weiteres Beispiel. Angenommen, die Person, es ist jetzt soweit, dass wir ein Aufmaß machen und du hast das jetzt zum Beispiel so umgesetzt, wie wir es in einem der letzten Videos erklärt haben mit dem digitalen Formular. Du hast das Aufmaß digital gemacht. Dein Mitarbeiter hat vor Ort das Aufmaß digital ausgefüllt, vielleicht mit Bildern und so weiter. Schick das ab. Und jetzt möchte ich natürlich, dass diese Informationen auch automatisch in der digitalen Bausteinmappe von meinem Kunden landen. Ne? Und auch das kann ich mit Zapier machen. Was du da einfach machst, ist im Prinzip, hey, wenn auf der einen Seite irgendwas passiert, ja, das Zapier, das überwacht dann sozusagen, also es guckt dann die ganze Zeit, gibt es irgendwas Neues auf dieser Seite. Und wenn es da was Neues gibt, dann geht es her und nimmt die Informationen und schreibt die eben in das andere System. Und dadurch kannst du dir eben total viele Arbeitsschritte sparen und auch total viel Aufwand sparen. Vielleicht auch nochmal so ein paar. Es geht aber weiter. Also wenn du jetzt sagst, du hast das Aufmaß, den Aufmaßtermin quasi mit dem Kunden ausgemacht, du schiebst in die Phase Aufmaßtermin vereinbart, dann hast du, sagen wir, in deiner Montagemappe als Pflichtfelder einmal das Datum und einmal die Zeit. Dann kannst du in dem Moment quasi über Zapier automatisch eine E-Mail an den Kunden schicken, lieber Kunde, der Termin für XYZ ist vereinbart. So eine Terminerinnerung ist sowieso ein Thema, was immer ganz praktisch ist, aber in manchen Tools kannst du das einfach automatisch oder kannst du das halt nicht machen. Und deswegen hättest du dann die Verknüpfung dazu, dass du quasi, egal was in irgendeinem Tool passiert, du schickst dem Kunden eine E-Mail, informierst ihn darüber. Das muss nicht jedes Mal sein, aber bei bestimmten kritischen Punkten macht das halt durchaus Sinn. Das kann sein, die Ware, die für den Kunden ist, also sein Material, die Bestellung, genau, ist angekommen. Okay, dahinter ordnet Zapier zu, für den Kunden ist das, der Kunde bekommt eine E-Mail, ihr Material ist angekommen, bitte jetzt hier einmal Kalenderlink, um Aufmaßtermin zu um Montagetermin zu vereinbaren. Und dann kann er selber in den Kalender gehen, zum Beispiel von deinen Mitarbeitern, und kann selber sich raussuchen, okay, wann passt der Termin, und kann ihn selber halt buchen. Das ist wieder Zeitaufwand, der dir einfach gespart wird. Ja. Also du kannst super viele kleine Zwischenschritte, Service-Geschichten dazwischen einfach extrem stark automatisieren, sodass der Kunde sofort im Bilde ist, wo du vielleicht einen Tag bräuchtest, da hinterher zu sein, und halt eine richtig gute Erfahrung einfach durchgehen macht. Du kannst sogar richtig Sachen machen, wo man vorher nicht gedacht hätte, dass es geht. Also zum Beispiel, du kannst sagen, wenn du zum Beispiel eine Dienstleistung hast oder in einem Bereich bist, wo du zum Beispiel auf dem Dach bist, ja, irgendwie, sagen wir mal, PV, du musst montieren. Und es kommt besonders auf das Wetter an. Wie windig wird es morgen? Wie wird das Wetter morgen? Da kannst du sogar hergehen und sagen, wenn das Wetter morgen
zu windig wird oder zu stark regnet oder es eine Gewitterwarnung gibt und bestimmte Kriterien erfüllt, dann möchte ich, dass dann XY passiert. Dies XY ist dann dir überlassen. Du kannst sagen, ich möchte, dass mir und meinen Montagejungs eine SMS geschickt wird und eine Warnung gesendet wird. Ich möchte zum Beispiel den Kunden informieren, dass es sein könnte, dass der Termin morgen nicht eingehalten werden kann, weil die Wettervorhersage sehr schlecht ist. Ich kann den Termin sogar automatisch absagen aufgrund von Wetter und automatisch einen Link mitschicken, wo die sich direkt einen neuen Termin vereinbaren können. Richtig. Also das spart auch nochmal Aufwand. Ja. Es ist super kritisch, dieser Aufwand, weil das ist ja morgens, stell mal fest, Wetter ist scheiße, Chef muss erstmal alle anrufen, ja, sorry, alle geht nicht. Ja. Die Monteure müssen neu verteilt werden. 2 Stunden Arbeitszeit für alle Monteure locker weg, bis die neu eingeteilt wurden. Das kann man alles automatisch übernehmen mittlerweile. Ja, vor allem, dann musst du ja die Arbeit auch umverteilen und so weiter. Die können ja dann andere Aufgaben machen und so weiter. Und diesen ganzen Organisationsaufwand, der kann komplett automatisch ablaufen, indem einfach, wie Alex gesagt hat, die Termine werden abgesagt, es wird ein Link rausgeschickt, wo sich der Kunde einen neuen Termin buchen kann. Der Kunde weiß am Tag vorher schon Bescheid, kann sich darauf einrichten und es gibt keine böse Überraschung sozusagen. Dann die Monteure werden auch schon informiert. Man kann intern im Betrieb schon Dinge vorbereiten für den nächsten Tag, dass man eben Dinge macht, wo man jetzt nicht aufs Dach muss. Und das ist halt super, super genial. Ja. Und solche Dinge kannst du damit eben auch abbilden. Genau. Ja, das erstmal zu unserer vierteiligen Reihe zum Thema Software. Was du unbedingt haben solltest, was du unbedingt brauchst, um ein möglichst effektives Unternehmen aufzubauen. Und es geht dabei ja gar nicht so darum, dass du jetzt in deiner Dienstleistung irgendwie besser wirst, sondern einfach darum, dass der Kunde besser informiert wird, dass generell der Ablauf flüssiger ist, dass du das, was du machst, einfach noch besser und effektiver machen kannst. Und du wirst feststellen, dass das halt, obwohl jetzt dahinter der Kunde immer noch die gleiche Ware, die gleiche Dienstleistung bekommt, es halt eine ganz andere Wahrnehmung ist und du auch, sowohl deine Leute als auch du, einen viel entspannteren Ablauf insgesamt halt haben werden. Ne? In dem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit, viel Erfolg bei der Umsetzung dieser Themen und wenn du Fragen dazu hast, gerne in die Kommentare schreiben, lass einen Daumen nach oben da, lass ein Abo da und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.